Hi ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession Medieval Dynasty. Ja, wir machen jetzt ein Labyrinth. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen und heute ist es einfach meine Mission, so weit zu kommen, wie es geht. Dafür brauchen wir Stöcker. Und ich habe jetzt überlegt, ob es Sinn macht, vielleicht eine zweite Holzfällerhütte zu machen oder für eine Weile... wo geht das nochmal? In der Verwaltung umzustellen bei der Gewinnung. Holzschuppen. Mit Holzstämme. Ja, wir haben viele Holzstämme, ne? Lass mal so machen. Könnte gehen, ne? Auf jeden Fall mehr. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch noch irgendwie anders an Stöcke kommen. Es ist ja jetzt nur für... Ja, ich meine, wir brauchen es jetzt nicht ständig. Nee, was mache ich denn? Ich will ja gar keine Bäume fällen. Ich würde mal sagen, wir müssten ein bisschen einfach hier die Äste abgreifen. Ich weiß jetzt nicht, wo noch welche wachsen. Eigentlich hatten wir ja alles schon abgegrast da hinten bei uns. Genau. Ich sammle einfach. So. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, bei mir geht's so. Wie immer. Ich will nicht lügen. Ich weiß, die Leute hören das nicht gerne. Und ich jammer auch nicht gerne. Ich sag nur die Wahrheit. Oh. Also ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt noch Medieval Dynasty erstmal spiele oder ob ich jetzt nicht mal bald eine Pause mit Medieval Dynasty einlege, weil ich hätte ja jetzt schon Bock, wieder sowas wie Mass Effect erstmal weiterzuspielen. Das heißt, es kann sein, dass ich das jetzt pausieren werde oder so. Also keine Angst, wir spielen das weiter, ja. Das ist jetzt nicht für immer weg und ja... Also, wir wollen das schon machen. Ja, aber es kann halt sein, dass ich das wieder eine ganze Weile pausiere. Vielleicht auch ein paar Monate oder so. Aber ich habe ja gesehen, Medieval Dynasty wird ja auch nicht so gerne geschaut von euch. Deswegen hoffe ich, dass die Leute, die hier gerne zuschauen, damit okay sind. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich könnte auch versuchen, es ein bisschen anders einzurichten, dass trotzdem noch Folgen kommen, aber dass ich dann zum Beispiel nicht mehr täglich Folgen von Medieval Dynasty mache, sondern dann nur alle 2 Tage zum Beispiel und dann alle 2 Tage auch Mass Effect mache. Also weil ich kann nicht mehr als 3 Spiele am Tag hochladen. Das geht einfach von der Zeit her nicht. Und vor allen Dingen bei solchen langen Folgen wie Warframe, und Warframe macht mir halt momentan mega Spaß und ich habe ja die Leute auch dafür. Ja, ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für, dass ich das dann erstmal nicht aufgebe. Vor allen Dingen, jetzt momentan ist auch ein Event und so in Warframe und ja. Wäre schade, wenn ich das jetzt aufhören würde, nur damit ich Mass Effect weiterspielen kann. Ja, und was läuft noch? Wir haben Medieval Dynasty, wir haben, achso, Palworld, ne? Das muss ich auch weiterspielen. Habe ich jetzt auch ein paar Tage liegen lassen, weil ich habe das eine Weile gehypt so, ne? Das habe ich jeden Tag viel gespielt. Und dann habe ich jetzt eine Weile wieder gar nicht gespielt. Und ja, das soll sich jetzt auch ändern. Ich werde jetzt wieder ein bisschen, 1, 2 Tage reinsuchten, sodass ich ein bisschen Material habe. Ihr müsst verstehen, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag unendlich viel Zeit. Ich muss auch noch andere Dinge erledigen und vor allen Dingen muss ich mich immer viel um meine Gesundheit kümmern. Das ist bei mir leider so. Aber, naja, wir wollen ja auch ein bisschen länger was von mir haben. Das bringt nichts, wenn ich mich komplett verausgabe. Deswegen muss ich ein bisschen auf eine ordentliche Life Balance achten. Und, ja, also... Ich weiß ja nicht, viele denken jetzt vielleicht so, ja, zocken, das ist ja nicht anstrengend. Ja, falsch gedacht, das ist ja nicht nur das Zocken, ist ja auch noch
ich muss das ja ändern, ne? Schneiden. Ich muss die Thumbnails machen, ich muss alles Mögliche machen dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass es eben mal gemacht ist. Es ist halt sehr zeitintensiv und ich muss viel dafür vorbereiten auch immer. Und ja, ich kann es halt auch nicht abgeben oder irgendwie delegieren, weil ich habe keine Leute, die das kostenlos machen würden. Und ich bin halt pleite, wie, ja, wie man nur sein kann. Und ja, das ist die eine Sache, aber andersrum ist es doch anstrengend, lange zu sitzen. Vor allen Dingen für mich, weil ich ja so ein paar Einschränkungen habe, nicht? Und da kann halt schon sein, dass ich dann nach so ein paar Stunden Schmerzen habe. Ich meine, nicht falsch verstehen, ich habe chronische Schmerzen, aber die Schmerzen werden dann halt irgendwann einfach unerträglich. Ich weiß, man sieht mir das oft nicht an, aber das ist ja auch genau das Problem, was ich immer gegenüber den Ärzten habe, dass ich nicht ernst genommen wurde, weil ich nicht offensichtlich meine Schmerzen zeige durch Mimik, Gestik oder so. Es ist nur, wenn ich kurz vorm Totalausfall bin, dann sieht man es mir auch wirklich dann an. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Nachsicht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja. Und der Plan wäre dann erstmal mit Medieval Dynasty aufzuhören. Es sei denn, ihr habt was dagegen. Dann würde ich das alle paar Tage. So, ansonsten kann man noch erzählen. Ich weiß gar nicht. Ich hätte ja mal Bock, hier solche Quests des Königs zu machen. Die NPCs quatschen mich alle damit voll, ob ich schon irgendwelche Quests für den König gemacht hätte, aber habe ich ja nicht. Ich weiß nicht, wann man die kriegt. Braucht man dafür erstmal einen Erben oder so? Ich weiß es nicht. Also, mir gefallen die Dudes alle hier nicht, ne? Keine Ahnung. Sind die ungeil, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier die Mädels irgendwie besser, aber ich will auch selber als Mädel spielen und naja, im Mittelalter gibt es jetzt nicht so was wie den Erben zeugen bei Frauen. Ich kann es nicht machen. Wir haben hier kein Labor. Ja. Auf jeden Fall uns dann wohl irgendwie um einen Typen bemühen. Ich hätte halt echt gehofft, dass es irgendeine Quest gibt mit irgendeinem Typen, den wir dann auch bei uns in die ins Dorf einladen können oder sowas. Und der vielleicht ganz schnieke aussieht und dass man den dann, dass der ein bisschen anders aussieht als die anderen Standard-NPCs. Dass man den dann heiraten kann. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre nice gewesen. Ich weiß, wir sammeln jetzt viele Stöcke, aber wir brauchen sie halt, ne? Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Dann 0, nix weg sein, die Dinger. Bisschen heiser. Ich habe den ganzen Tag gesungen. Ich bin ja jetzt auch wieder dabei, Musik zu machen und so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich singe halt relativ gerne. Ich weiß, ich bin nicht die beste Sängerin und ich weiß, meine Musik ist jetzt vielleicht auch nicht die beste, nicht die am besten produzierte, nicht die am besten gesungene. Aber ich mag es. Es ist mein Hobby und ich finde es toll. So. Und wenn ihr euch dafür interessiert, ihr seid immer herzlich eingeladen, mal auf Spotify oder so zu schauen. Leider auf YouTube ist mein Distributor ein bisschen zu blöd gewesen, um das vernünftig zu verteilen. Ich bin da jetzt unsicher, ob ich das nochmal versuchen soll, das neu zu machen. Es kann sein, dass ich dann einfach die Songs nehme und die Remaster, dass sie sich nochmal ein bisschen besser anhören, weil ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen besser geworden bin. Und die dann nochmal raushaue, weil ich jetzt unter dem neuen Distributor bin. Und
vielleicht funktioniert es dann besser, dass es dann auf allen Plattformen gleichmäßig halt ist. Komm doch nie alleine. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt halt neue Songs am Machen. Ich habe kein festes Genre, was ich bediene oder so. Ich mache alles kreuz und quer, wie es mir gerade gefällt. Jetzt gerade habe ich zwei Elektro-Songs gemacht. Die sind jetzt auch fertig. Die will ich jetzt auch bald raushauen. Ich bin super schlecht in Werbung machen, Leute, ne? Also, ich bin mir bewusst darüber, dass es wahrscheinlich keine Sau hört oder kaum einer. Aber egal, wenn es nur irgendwie einer hört oder so, dann ist es ja schon mal zu irgendwas gut gewesen. Ich finde die Musik toll, ich mache sie hauptsächlich für mich und vielleicht um bei dem einen oder anderen irgendwie, ja, mal Gedanken freizusetzen, irgendwie Leute zum Nachdenken zu bringen. Wisst ihr, das ist so, das ist alles, was ich will. Ich meine, natürlich, wir wollen ja hier nicht irgendwie Scheiße labern. Geld verdienen wäre immer gut, ja. Das ist jetzt außer Frage, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich will keinen großen Reichtum. Es wäre mir scheißegal, sagen wir es mal so, wie es ist, weil ich habe gelernt, mit so wenig zu leben. Es wäre einfach nur schön, wenn ich nicht mehr jeden einzelnen Cent in der Hand umdrehen müsste. Und es wird alles immer teurer. Es wäre schön, wenn es ausreichen würde zum Leben. Ich war in meinem Leben ein einziges Mal im Urlaub und das war in der 5. Klasse. Nach der 5. Klasse in den Sommerferien, da hatten wir gerade das... Da hatten wir gerade das erste Jahr Englisch in der Schule und wir sind in die Türkei geflogen. Und naja, das war jetzt nicht so der allerschönste Urlaub, glaube ich, den man haben kann. Also ich fand es relativ anstrengend und schwierig da. Wir waren in einem 3-Sterne-Hotel und es war wirklich nicht cool. Klimaanlage, ich sag euch ganz ehrlich, da heißt kältere Luft gepustet. Meine Haare sind ausgefallen, weil die so viel Chlor ins Wasser gemacht haben. Ich habe das überhaupt nicht vertragen. Die sind erstens ausgefallen, ich hatte kahle Stellen am Kopf und die sind gebrochen. Und ich habe so geweint. Wir sind zu zig Friseuren dahin gelaufen. Die haben da irgendwelche ultra teuren Conditioner meiner Mama verkauft und die sollte ich dann drauf machen. Und danach musste ich immer meine Haare hochmachen und durfte nicht ganz ins Wasser und so. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, das war traumatisierend. Ja, habe ich keinen Bock nochmal sowas zu haben, aber es wäre halt einmal wirklich schön, einen echten schönen Urlaub zu haben in meinem Leben. Das war halt wirklich der einzige Urlaub, den ich hatte. Und ansonsten ist meine Familie halt immer, also meine Mama und meine Schwester und ich, wir sind halt immer zu dem Rest meiner Familie in Polen gefahren. Und das kann man nicht wirklich Urlaub nennen, wenn man da zu Hause bei seiner Tante chillt zum Beispiel oder bei seiner Oma. Deswegen, ja. Ich sag ja, ich lüge euch nicht an, es wäre schön, ein bisschen mehr Geld zu haben, dass man mal sowas auch erleben könnte. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich krass genug bin oder so, ja? Also, wer weiß, ob das in Zukunft vielleicht sich nicht ändert. Ich meine, man wird ja immer nur besser, wenn man an sich arbeitet und so. Das ist ja auch gar nicht das Ding, das will ich immer weitermachen. Aber ich sehe die Dinge realistisch, ne? Also, jetzt zu diesem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass ich so heftig bin, dass ich erfolgreich werden könnte mit Musik und damit mein Geld verdienen könnte. Trotzdem, fühlt euch herzlich eingeladen. Und ich freue mich halt über jede Unterstützung, die ich bekomme. Also, wenn euch natürlich zum Beispiel meine Musik mega gefällt oder sowas und ich das in den Kommentaren mitkriegen würde und, weiß ich nicht, Leute würden auf die Idee kommen, mich zu unterstützen dahingehend, dann würde ich natürlich auch das Geld, was dabei rumkommt, in die Hand nehmen und dann investieren in ein professionelles Mixing- und Mastering-Studio, dass ich dann eine bessere Qualität davon machen kann. Wenn euch sowas gefällt, dann natürlich würde ich damit weitermachen, ne? Und da dann den Fokus reinstecken.
Und ich sag mal, jetzt andersrum, wenn euch jetzt zum Beispiel meine Let's Plays mega gefallen, dann würde ich auch schauen, dass ich einen besseren Rechner mir hole, dass ich hier einfach bessere Games auch spielen kann. Also meiner ist ja 8 Jahre alt, ich habe kein Geld für einen neuen. Ihr versteht schon, ne? Es ist alles ein Struggle. Ich bin froh, dass die Möhre läuft. Und sehr dankbar dafür. Und ja, ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch eine ganze Weile so, weil ich sehe keine Möglichkeit, wie ich ansonsten weitermachen kann. Wenn der hinüber ist, bin ich weg. Dann war's das erstmal, bis irgendwer sich mir erbarmt und mir irgendeine Möhre schenkt, ja? Irgendeine seinen alten Rechner hinterlässt oder so. Ich weiß es nicht. Also... Deswegen, also Leute, Geld wäre nicht schlecht, aber ich kann es halt im Moment nicht ändern. Arbeiten geht momentan einfach wirklich gar nicht mit dem ganzen Problem, die ich habe gesundheitlich. Ich mache mich ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich versuche mich gerade selbstständig zu machen. Bin da auch beim Amt in dieser, wie nennt man das, im Team für Selbstständige. Also haben die mich da jetzt zugeteilt. Bin jetzt quasi in 2 Teams gleichzeitig im Fallmanagement, weil ich so viele gesundheitliche Probleme habe. Und eben im Team für die Selbstständigen. So, versuchen wir mal jetzt das Labyrinth weiter aufzubauen. Also was ich damit nur vorhin sagen wollte, ich versuche mich schon selbst aus der Scheiße zu ziehen. So ist das nicht, ne? Also es ist nur nicht einfach, okay? Also ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Nachsicht. Mein Bestes. Ich will nicht aufgeben. Wo waren das alles? Ach, Pflanzen hier. Ist ja nicht. Wenn wir hier so das hier macht. Da ist das Tor. Okay. Also das ist die Ecke auf jeden Fall noch mitnehmen. Es wird ein sehr großes Labyrinth, Leute. Merke ich gerade. Den Baum können wir hier so... Okay, das ist ein bisschen strange. Aber da kann man dann reingucken, ist halt so. Denk mir noch was aus. Thank you.
Okay, dann können wir hier direkt machen. Das ist ja eigentlich relativ gut. Von der anderen Seite machen wir es dann noch ein bisschen hübscher. Das ist erstmal der Teil. Wir machen jetzt erstmal quasi die Außenmauern.